Wenn man erfolgreich sein möchte, dann muss man mit alten, schlechten Gewohnheiten brechen und sich neue, gute Gewohnheiten angewöhnen. Und über letztere spreche ich heute in diesem Video. Es gibt Gemeinsamkeiten bei erfolgreichen Menschen. Erfolgreiche Menschen tragen immer eine richtig teure Uhr und fahren eine richtig fette Karre. Nein. Erstmal muss natürlich jeder für sich selber definieren, was für einen Erfolg bedeutet. Der eine möchte zum Beispiel ein erfolgreicher Sportler sein. Der andere möchte zum Beispiel eine erfolgreiche Beziehung führen. Der andere möchte zum Beispiel erfolgreich in seinem Job sein. Jeder muss für sich selbst erstmal entscheiden, was für einen Erfolg bedeutet. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Heute möchte ich mit dir Erfolgstipps teilen, die mir persönlich mega geholfen haben, um erfolgreicher zu werden. Und ich bin mir sicher, wenn du diese Erfolgstipps ebenfalls in deinem Leben implementierst, dann wird das definitiv einen positiven Einfluss auf deine Erfolgskurve haben. Als allererstes, erfolgreiche Menschen machen Fehler. Und du denkst jetzt wahrscheinlich, hä? Was ist denn mit dem Korte los? Wie meint er das denn? Erfolgreiche Menschen machen Fehler? Die sind doch erfolgreich, die machen doch keine Fehler. Doch, mein Lieber, erfolgreiche Menschen machen Fehler und zwar sogar viele Fehler und am Ende des Tages lernen sie aus den begangenen Fehlern. Also du darfst keine Angst davor haben, wenn du jetzt irgendwas Neues starten möchtest, dass du irgendwie Angst vor Fehlern hast. Nein, hab keine Angst davor, sondern mach einfach, starte, mach auch Fehler und lern am Ende des Tages aus deinen Fehlern. Und da gibt es ein gutes Sprichwort vom IBM-Gründer Thomas Watson, der hat nämlich gesagt, erfolgreich zu werden, musst du deine Fehlerquote verdoppeln. Und da hat der Kollege tatsächlich sehr recht. Also hab keine Angst davor, Fehler zu machen, sondern komm einfach ins Handeln. Eine Gewohnheit, die wohl alle erfolgreichen Menschen miteinander teilen, ist die Gewohnheit, sich durch Bücher weiterzubilden. Und Leute, ich bin ganz ehrlich, ich persönlich war noch nie eine Leseratte. Noch nie. Ja, bis zu meinem Bachelor habe ich noch nie ein komplettes Buch durchgelesen gehabt und auch heute bin ich noch keine Leseratte. Nichtsdestotrotz weiß ich ja, dass Weiterbildung durch Bücher sehr gut ist. Ja? Dementsprechend versuche ich auch Minimum 2 Bücher im Monat mir durchzulesen bzw. anzuhören. Denn da ich keine Leseberater bin, höre ich mir die Bücher einfach an. Ist super easy. Mit Audible kannst du dir eine riesengroße Auswahl an Büchern aussuchen, die dich interessieren und die dann ganz einfach anhören. Wenn du dich zum Beispiel einfach auf die Couch legst, dir das Hörbuch anhörst, kannst du dich voll und ganz auf das Hörbuch konzentrieren und du musst noch nicht mal deine Augen anstrengen, sondern kannst dich ganz relaxed einfach zurücklegen oder vielleicht abends im Bett, wer lieber abends im Bett einfach zum Runterkommen sich ein Hörbuch anhört, kann das natürlich auch machen. Mit Hörbüchern ist man einfach super flexibel. Und was ich an Hörbüchern auch mega feier, ist zum Beispiel, dass du die Hörbücher auch zum Beispiel während der Autofahrt anhören kannst. Das bedeutet, wenn du von A nach B fährst, sagen wir mal, du fährst zur Arbeit, morgens 15 Minuten einen Weg, ja, und 15 Minuten einen Weg wieder zurück, also insgesamt bist du 30 Minuten im Auto, kannst du dir 30 Minuten lang ein Hörbuch anhören. Somit hast du in der Woche locker ein halbes Buch geschafft. Und das ist auch kein Sponsoring mit Audible oder so, aber ich finde einfach die Tatsache, dass man sich mit Hörbüchern super effektiv weiterbilden kann, extrem nice. Und ich packe dir auch einfach mal den Link zu Audible unten rein. Vielleicht interessiert dich persönlich das ja auch und vielleicht möchtest du diese Eigenschaft auch in deinem Leben implementieren. Glaubst du persönlich, dass erfolgreiche Menschen sich Hartz IV TV im Fernsehen anschauen? Ganz sicher nicht. Aber sicherlich kommt es auch mal vor, dass erfolgreiche Menschen auch vor dem Fernseher liegen oder sich einfach mal auf die Couch legen und sich was im Fernsehen anschauen. Aber überwiegend dann auch nur ausgewählte Sachen, wie zum Beispiel Dokumentation. Denn auch mit Dokumentation kannst du dich natürlich weiterbilden und Dokus anschauen ist bei mir zumindest so, ich kann da komplett abschalten und bin dann in einer komplett anderen Welt und mir tut das wirklich richtig gut und ich kann dann auch wirklich richtig gut runterfahren. Und ich kann euch sagen, auch auf Netflix gibt es ja so eine Reihe Dokus, da kann man sich wirklich richtig coole Sachen anschauen. Und by the way, ich will nicht wissen, wie oft Günther Jauch bei Wer wird Millionär gesagt hat, die und die Informationen habe ich aus einer Doku. Also von daher, Dokus sind echt was richtig Feines. Viertens, Dinge direkt erledigen. Es gibt manche Menschen, die nehmen sich was vor und die schaffen das irgendwie nie. Aber da gibt es andere Menschen, die nehmen sich was vor und machen es direkt. Ja? Bestes Beispiel, ich hätte dieses Video jetzt noch zu Tode denken können. Ich hätte überlegen können, hey, wie mache ich das noch besser, das noch besser, das noch besser. Und hätte ich wahrscheinlich nie ein Video gemacht. Ja? Aber ich habe mich jetzt hier hingestellt und einfach dieses Video erledigt. Und das gilt vor allen Dingen für Dinge, die man am gleichen Tag noch erledigen kann. Zum Beispiel Dinge aus dem alltäglichen Leben. Wenn du es direkt machen kannst, am gleichen Tag noch, dann versuche diese Dinge auch direkt am gleichen Tag noch abzuhaken und einen Haken dran zu setzen. Damit fühlst du dich wesentlich besser und somit kommst du auch wesentlich schneller voran. Fünftens, Ziele schriftlich festhalten. Es ist unfassbar wichtig, dass man weiß, wofür man eigentlich Anführungsstrichen arbeitet bzw. worauf man sich hinbewegt. Denn wenn du jetzt einen Marathon laufen würdest, ja, und du hättest kein Ziel, ja, dann würdest du ja gar nicht wissen, wann du irgendwann angekommen bist. Dementsprechend ist es unfassbar wichtig, dass man die Ziele runterschreibt. Und wenn du deine Ziele runterschreibst, wirklich auf ein Blatt Papier runterschreibst, dann manifestiert sich dein Ziel auch richtig in deinem Kopf. Und wenn du das tatsächlich noch jeden Morgen aufs Neue machst, also jeden Morgen deine Ziele auf
aufschreibst, dann kann ich dir versprechen, dann hast du jeden Morgen auch so einen richtigen Motivationsschub, denn du weißt am Ende des Tages, wofür du am Hasseln bist. Sechstens, eine Morgenroutine haben. Wenn du 100 erfolgreiche Menschen interviewst, da schwöre ich dir in die Hand, da haben Minimum 80 davon eine feste Morgenroutine, wenn nicht sogar mehr. Denn wenn du so eine feste Morgenroutine in dein Leben implementierst, dann kriegst du einfach mehr geschafft. Das war zumindest bei mir so. Und wie gesagt, fast alle erfolgreichen Menschen haben so eine feste Morgenroutine. Da meine ich nicht die Morgenroutine im Badezimmer, sondern einfach einen festen Plan, an den du dich hältst, um einfach mehr aus dem Tag herauszuholen. Und jeder startet natürlich seinen Tag anders. Jeder Mensch ist individuell. Der eine trinkt zum Beispiel erst ganz gemütlich seinen Kaffee morgens. Der andere setzt sich zum Beispiel direkt an den Laptop und arbeitet direkt ein paar E-Mails ab. Oder ein anderer fängt erstmal an zu meditieren, um erstmal ganz entspannt in den Tag zu starten. Jeder hat natürlich seine andere Art von Morgenroutine, aber eine Morgenroutine wird dir definitiv helfen, mehr aus deinem Tag herauszuholen. Apropos meditieren. Erfolgreiche Menschen suchen sich immer einen Ausgleich und viele erfolgreiche Menschen meditieren. Ich persönlich habe das für mich auch mal ausprobiert und ich hätte vor Jahren niemals gedacht, dass ich irgendwann mal eine Meditation starte. Ganz im Gegenteil. Aber jetzt habe ich relativ oft viele Projekte gleichzeitig am Laufen und wenn das der Fall ist, dann hilft mir Meditation tatsächlich so wieder meine Mitte zu finden. Bei anderen Leuten ist es zum Beispiel der lange Spaziergang im Wald, aber bei mir ist es Meditation und ich muss sagen und kann bestätigen, dass mir Meditation tatsächlich sehr geholfen hat. Wenn wir über Ausgleich sprechen, sprechen wir gleichzeitig auch über Hobbys. Erfolgreiche Menschen haben meistens immer ein ausgleichendes Hobby zu ihrem Beruf. Und ich kann dir auch einfach nur ans Herz legen, dir einfach irgendein Hobby zu suchen, ja, irgendwas, was dir Spaß macht, um einfach einen schönen Ausgleich zu haben. Und ich kann dir auch versprechen, wenn du mal nach erfolgreichen Menschen und Hobbys suchst, da findest du echt wirklich abgespacede Sachen. Zum Beispiel Angelina Jolie sammelt zum Beispiel Waffen. Ja. Und Günther Jauch zum Beispiel sammelt Oldtimer, wie zum Beispiel auch Sebastian Vettel. Also da gibt es wirklich immer interessante Beispiele. Und wenn du ein ausgleichendes Hobby hast, das tut dir persönlich und deiner Seele sicherlich auch ganz gut. Und das Ganze macht auch noch Spaß. Der nächste Punkt ist wahrscheinlich wohl der allerwichtigste Punkt überhaupt. Und zwar seine Finanzen im Griff haben. Viele Leute setzen Erfolg mit Geld gleich, ja, was allerdings nicht richtig ist. Allerdings kann ich zu 100% bestätigen, wenn du nach erfolgreichen Menschen suchst, egal in welcher Form, erfolgreiche Menschen haben ihre Finanzen meistens zu 99,99% immer im Griff. Und das ist auch noch nicht mal schwierig. Man muss kein Genie dafür sein, um seine Finanzen in den Griff zu bekommen. Es reicht einfach, wenn du eine ganz simple Excel-Tabelle dir baust mit deinen Einnahmen und deinen Ausgaben und du ganz genau weißt, okay, was habe ich am Budget zur Verfügung, damit du am Ende des Tages nicht über deine Verhältnisse lebst. Zudem weißt du auch dann ganz genau, wie viel Geld du zum Beispiel sparen kannst. Ich spare zum Beispiel 20% aller Einnahmen, seitdem ich denken kann. Ja? Und das werde ich auch immer beibehalten. Und das hilft einem natürlich ganz genau, wenn du weißt, hey, was nehme ich ein, was gebe ich aus, was kann ich schlussendlich sparen. Ja, dann weißt du ganz genau, okay, das bleibt am Ende des Monats übrig, das kann ich zur Seite legen. Und das, also seine Finanzen in den Griff zu haben, ist wirklich absolute Pflicht, um einfach erfolgreich zu werden. Last but not least, Leute, dranbleiben. Ihr müsst dranbleiben. Bei mir auf dem YouTube-Kanal natürlich auch immer dranbleiben, also auf jeden Fall abonnieren. Aber grundsätzlich muss man einfach an den Dingen dranbleiben. Zum Beispiel, wenn du irgendwie eine Frau ansprichst, ja, und du kriegst einen Korb, dann bleib dran, dann kannst du auch die nächste wieder ansprechen. Hab keine Angst, ja. Du musst dranbleiben, um dein Ziel zu erreichen. Denn wie wäre es zum Beispiel, wenn ich jetzt mit YouTube starte und das erste Video geht voll in die Hose, ja? Dann gebe ich auf? Nein, natürlich nicht. Dann mache ich das nächste Video und das nächste Video. Ich bleibe dran, bis ich irgendwann dahin komme, wo ich denke, okay, alles klar, das ist mein Ziel und ich habe es erreicht. Also Leute, dranbleiben, auch wenn es um das Thema Erfolg geht. Teilt das Video auch liebend gerne mit allen euren Freunden, von denen ihr euch wünscht, dass die erfolgreich werden. Und ich bin mir sicher, dass sofern du diese Dinge, die ich heute in diesem Video gesagt hast, in deinem Leben implementierst, dann wird das definitiv einen positiven Einfluss auf deinen Erfolg haben. Also, in diesem Sinne, viel Erfolg.